Dieser Beitrag wird Ihnen von Gasthaus Schüdelbauer und Kabel Braunau gewidmet. Vernachlässigung, Missbrauch von Kindern und Gewalt an Kindern sind unerträgliche Übel der Gesellschaft. Auch das Innviertel ist davon leider nicht verschont. Vor 10 Jahren haben wir in Braunau angefangen und mittlerweile haben wir Niederlassungen in Schering und in Ried. Und dass wir dem jetzt den Namen Kinderschutzzentrum Innviertel also gerecht. Warum diese Entwicklung so lange gedauert hat, ist einzig dem finanziellen Aspekt zuzuordnen. Das Kinderschutzzentrum Innviertel bekommt Unterstützung vom Land, vom Sozialhilfeverband und vom Bund, wobei natürlich diese Geldsummen unsere Ausgaben nicht decken, beziehungsweise unsere Aktivität natürlich jetzt irgendwo beschränken. Daher diese langsame, schrittweise Entwicklung. Und eben ein Schritt, um jetzt die ganze finanzielle Situation vielleicht noch etwas besser in den Griff zu bekommen, war eben die Gründung dieses Unterstützungsvereines. Der Förderverein ist dazu da, dass wir im Grunde genommen also durch Projekte Gelder sammeln und den Kinderschutzverein auch dann zur Verfügung stellen. Und das Schöne dabei ist das eine, es ist, beginnt heute schon bei der ersten Ebene, also auch schon von Lions Club, die also wirklich hergehen und Gelder heute zusammenbringen, die was also ohne irgendwo, dass halt der Cent verloren geht, über direkten Weg spenden. Auch wir machen das vom Förderverein des Kinderschutzzentrums Innviertel. Das wird dieses also 1:1 weitergeben. Und weitergegeben wurde am 3. Mai die größte von Lions Club Braunau je gespendete Summe. Der Lions Club hat zur Aufgabe, notdürftigen Menschen zu helfen, rasch, persönlich und unbürokratisch. Gerade aus diesem Grunde ist es ein Anliegen des Lions Clubs, dem Kinderschutzzentrum zu helfen und dieses auch zu unterstützen. Und diese Unterstützung fiel mit 15.000 Euro sehr beachtlich aus. Diese Summe entstand einer großen Aktivität. Wir hatten heuer im Herbst Michael Niavarani und Viktor Gernot bei uns, die in der Halle von 1.200 Zuschauern einen tollen Abend uns erleben lassen. Und aus diesem Geld stammt diese Summe. Ein Betrag, der dem Team des Kinderschutzzentrums Innviertel die Möglichkeit zu helfen gibt, wo Hilfe dringend benötigt wird. Kinderschutzzentrum bietet Therapie und Beratung für Kinder und Jugendliche, also bis zum 18. Lebensjahr, wenn sie von sexuellem Missbrauch, von Gewalt oder von Vernachlässigung betroffen sind. Und zu uns kommen oder unsere Hilfe in Anspruch nehmen kann jeder. Es ist völlig unbürokratisch, man braucht eigentlich nur anrufen oder auch kommen und an der Tür läuten. Ja, und es gibt noch Möglichkeit gleich oder halt dann einen Termin für Beratung, für Erstgespräch. Und diese unbürokratische Hilfe wird leider viel zu oft benötigt. Der Bedarf ist enorm. Wir haben momentan 105 Kinder im ganzen Innviertel, die wir betreuen. Und Kinderschutzarbeit kostet Geld. Und deshalb ist es uns enorme Hilfe, dass der Lions Club Braunau jetzt dem Förderverein des Kinderschutzzentrums diese enorme Summe zukommen hat lassen. Für eine derart große Veranstaltung wie ein Kabarett mit Michael Niavarani und Viktor Gernot sind viele Hände notwendig. Und es bedarf einer guten Zusammenarbeit und Zusammenhalt im Club. Ich glaube, der Lions Club Braunau darf getreu dem Motto „Wir helfen rasch, persönlich und unbürokratisch“ mit Recht und Stolz behaupten, ein Club zu sein, bei dem Freundschaft, Verständnis, Achtung und Loyalität den gleichen Stellenwert hat wie die Fürsorge und Hilfe anderen Menschen gegenüber. In diesem Sinne, Gottfried, ein herzliches Dankeschön. Diesen Beitrag widmete Ihnen Gasthaus Schüdelbauer und Kabel Braunau.